Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themen-Ausgabe. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt hier bei uns im Radio, im Fernsehen, dann ruft an unter der besagten Telefonnummer 0800 220 50 50. Der erste Anrufer ist Tee, nicht die. Die war heute bei Stefan Raab. Bei mir ist Tee, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, eine Frau. Ich denke wohl. Ich habe gesagt, der Anrufer. Nein, Tee. Ich glaube nicht. Ist das dein richtiger Name? T-H-I? Ist das wirklich dein Name? Ja, das ist mein Name. Ich bin Asiatin. Du bist Asiatin? Ja. Hat der Name eine Bedeutung? Also... Sowas wie weiße Blume oder schöner Mond oder so? Tee, also das ist eigentlich ein... Ich heiße eigentlich mit vollem Namen Titi. Titi? Oh, Titi. Auch aber süß. Ja, das bedeutet schöner Brief. Schöner Brief? Ja, schöner Brief, schönes Gedicht. Ach, schöner Brief. Das ist ja auch lustig, schöner Brief. Tee, also ich sage aber einfach Tee. Ja. Um was geht's? Wegen deines Namens hast du nicht angerufen. Nein, ich glaube nicht. Es geht darum, dass ich nun mal Asiatin bin, ja? Und familiäre Probleme sozusagen habe, weil... Es ist so, ich darf zum Beispiel keinen Freund haben, obwohl ich einen habe. Und es geht auch darum, dass ich viele Dinge nicht darf, was also, andere zum Beispiel dürfen. Warum darfst du keinen Freund haben? Hat das religiöse Hintergründe? Das hat keine religiösen Hintergründe, obwohl manchmal glaube ich das schon, aber... Welche Religion gehört deine Familie an? Bitte? Welche? Meine Buddhistin. Wir sind Buddhisten. Buddhisten? Mhm. Ja. Und es geht darum, mein Vater befürchtet... dass ich, wenn ich einen Freund habe, dann alle meine schulischen Pflichten vernachlässige, meine Karriere, ja, mein Leben irgendwie verspiele. Aha. Und irgendwie total irgendwie durch die Liebe beflügelt bin und total weg vom Fenster bin. Also durch die Liebe beflügelt sein wäre ja gar nicht so schlecht. Ja. Also, er verbietet dir einen Freund zu haben, aber du hast einen Freund. Ja. Heimlich. Heimlich, ganz heimlich. Mhm. Mhm. Wie lange schon? Also der jetzige ist jetzt ein paar Wochen her. Ja. Aber es läuft schon länger was mit Jungs, irgendwie so. Seit einem Jahr vielleicht. Seit einem Jahr, gut. Jetzt sag noch ein paar andere Beispiele, wo die Eltern auch sehr streng sind. Zum Beispiel, ich brauche nur mit einem Freund, also mit meinem besten Freund brauche ich nur nicht abzugehen. Wir tun nichts, wir albern nur ein bisschen rum. Ja. Und innerhalb von 3 Wochen weiß es jeder. Also weiß es absolut jeder. Also im Kreis hier, alle Vietnamesen wissen das und bezeichnen mich dann irgendwie als Flitschen und als Schlampe. Und ach so. Das ist irgendwie auch ziemlich heftig. Und das gelangt dann auch zu deinen Eltern und die sind dann auch sauer? Ja, das ist so. Das ist so. Wohnst du in einer kleinen Stadt, im kleinen Ort? Also ich in einem kleinen Ort, aber in der Nähe hier ist eine große Stadt. Ja. Also eine Großstadt und... aber da gibt es so eine kleine, ich habe gerade gehört, vietnamesische Gemeinschaft, die sich nicht irgendwie... Nur eine. Nicht nur eine, aber die kennen sich alle irgendwie untereinander und dann ist das schwuppdiwupp, ja, lauffeuermäßig alles gleich durch. Das stimmt. Na gut, da könnte man auch sagen, lass sie reden. Ich glaube, das größere Problem sind deine Eltern, ne? Ja, das ist es ja, weil dadurch, dass die Leute es an meinen Eltern bringen, stellen sich meine Eltern den eigenen Teil vor. Ja. Und deswegen habe ich auch ziemliche kleine Problemchen. Zum Beispiel, ich darf nicht mal bei einer Freundin übernachten oder mit einer Freundin. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ausgehen will, dann muss ich erstmal 10.000 Mal erzählen, mit wem ich in die Stadt gehe. Ja. Und taucht dann irgendwie ein männlicher Name auf, dann kriegst du irgendwie so ein bisschen Stress. Ist denn dein Vater nur so streng oder die Mutter auch? Mein Vater ist da streng. Meine Mutter sieht das ein bisschen lockerer als mein Vater, aber es ist auch so, die Familie von meiner Mutter wohnt alle in der Stadt und die stehen halt zu meinem Vater. Ach so. Also ich frage das deshalb, weil ich mich so erinnere, ich habe früher immer so Koalitionen geschmiedet. Das heißt, die Mutter war auch nicht so streng wie der Vater. Das heißt, ich habe mich an die Mutter gehalten, habe mit der viel geredet und habe gemeinsam mit ihr dann versucht, die ganzen Verbote aufzubrechen und habe das dann auch geschafft. Steht der Tropfen, hüllt den Stein, ne? Schönes Sprichwort. Ja. Und so habe ich mich dann so peu à peu rangetastet, um mir meine Freiheiten wirklich dann auch zu erobern.
Und natürlich in deinem Fall wäre wichtig, denke ich, dass du deinem Vater auch klar machst, dass da nichts Schlimmes passiert, sondern dass du durchaus bereit bist und willens bist auch, wirklich willens bist, deine Schule weiterzumachen, auch wenn du einen Freund hast. Im Gegenteil, die Liebe beflügelt. Vielleicht bist du ja sogar noch viel besser in der Schule, als wenn du gefrustet da rumläufst und alles heimlich machen musst. Das muss ihm ja auch klar sein, dass das Heimliche auch schlimm ist. Ja, es ist ja auch so, dass meine Noten sich kaum verschlechtert haben. Die haben sich überhaupt nicht verschlechtert. Ich bin immer noch Klassenbeste und... Trotz Freund. Trotz des Freundes, den du hast. Ja, ja, genau. Ja. Oder der Freundin. Der Freundin? Nein, mein Freund ist aber meine Freunde. Ich bin ja auch... ich bin auch öfters weg mit meinen Freundinnen und so. Und das ist ja auch meistens immer in der Sprache. Also mein Vater nimmt das auch immer zur Rede, dass ich nicht so viel Mist bauen soll. Ja. Und so. Also ich glaube, Das der einzige Weg ist, das Problem haben ja ganz viele Jugendliche, die du, wie du das jetzt beschrieben hast. Das einzige Problem ist, dass die einzige Lösung ist, dass du hart arbeitest an dem harten Brocken Vater. Dass du dir das wirklich so Stückchen für Stückchen eroberst und heranholst, was du an Freiheiten gebrauchst. Es ist ja so, ich bringe das ja manchmal so immer ganz unauffällig zur Sprache. So. Ja. In etwa so. Ich frage meinen Vater meistens immer so indirekt, ja, Papa, wie sieht's denn mit dem Freund aus und so. Und dann sagt mein Vater immer, dann wird er erstmal ganz streng und sagt so, nein, du darfst keinen Freund haben. Ja, dann musst du argumentieren, Irgendwann, du bist ja schon 16, bald bist du 18, dann kannst du eh machen, was du willst. Du musst einfach argumentieren und reden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und in 2 Jahren kannst du eh machen, was du willst. Ja. Ich finde, dass du dein Ding schon durchziehen solltest, weil mit diesen ganzen Verboten und so, das ist es ja nicht. Und das Tollste ist ja, wenn man die Eltern mit einbeziehen kann. Und dann haben die Eltern ja auch das meiste Vertrauen, wenn sie wissen, was los ist und wo die Kinder hingehen. Ja, es ist aber auch so, es ist ja nicht nur in meiner Familie so, in allen asiatischen Kreisen ist es so. Ja, das ist schon ein bisschen härter alles. Ist es ziemlich, also in allen asiatischen Kreisen ist es so. Kein Freund für alle Mädchen, das gilt immer so. Ja. Und ist ja auch so, dass ein paar Freundinnen von mir das auch mal wirklich durchgezogen haben. Mhm. Sie haben die Eltern in Vertrauen gezogen und ich habe keine guten Erfahrungen damit. Also keine von denen hat wirklich viel Glück dabei gehabt, das den Eltern zu erzählen und so. Ja. Und deswegen bin ich auch nicht gerade sehr optimistisch dagegen, jetzt zu meinem Vater zu sagen. Dennoch finde ich, dass man das tun sollte, vorsichtig tun sollte. Natürlich muss man das bei euch noch ein bisschen anders einfädeln, wahrscheinlich als in deutschen Familien. Weil die Alternative ist, dass du alles heimlich machst und dass du dir alles vorschreiben lässt und du da schon so in einer Abhängigkeit und Gefangenschaft von deinen Eltern, von deinem Vater stehst. Würde gern, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Okay. Einverstanden? Einverstanden. Die heißt Elke und die ruft dich gleich an. Okay. Tschüss, die. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Angelika ist hier, Angelika ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Angelika. Dein Thema? Mein Thema, ich habe ein Problem. Ich wäre damit nicht fertig. Mein Nachbar hat meine Tochter zwischen die Beine gefasst und ich komme da nicht drüber weg. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist 5 Jahre alt. 5 Jahre erst? Mhm. Wann ist das passiert? Passiert ist das am 27. Juni dieses Jahres. Und wie hast du das erfahren? Ich habe das gesehen. Du hast es gesehen sogar? Ich habe das gesehen. Wo ist das genau passiert? Wir wohnen in einem Doppelhaus. Das ist eigentlich zwar kein Doppelhaus, aber die Häuser sind aneinander gebaut und die Gärten waren getrennt durch einen Zaun. Und vor 2 Jahren ist also der Arbeitskollege von meinem Mann in dieses Haus gezogen. Ja. Und dann hat sich da eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Und dann sagte mein Nachbar dann, ach, mach doch den Zaun weg, dann hat deine Tochter mehr Platz zum Spielen, dann können die Kinder spielen. Ja. Und dann Kinder? Nein, sie haben keine Kinder. Aber ihr habt noch andere Kinder? Ich habe 2 Kinder. Ja. Ich habe einen 15-jährigen Sohn. Ja. Der ist, naja gut, jetzt ist er 16. Der war zu dem Zeitpunkt 15. Ja. Okay, also die Gärten sind offengelegt, man kann hin und her gehen. Die Frage war, wie hast du es genau gesehen? Das war ganz einfach. Ich war nachmittags mit meiner Tochter im Garten, die hatte mit ihrer Freundin gespielt. Ja. Und die Freundin ist die Nichte von meinem Nachbarn. Ja.
Und dann kam das so, dass mein Nachbar von der Arbeit kam und setzte sich zu mir in den Garten auf die Hollywood-Schaukel. Mhm. Und wir hatten uns unterhalten, die Kinder hatten gespielt. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal kurz hoch, ich muss nur Wäsche in die Maschine machen. Ich bin gleich wieder da. Und dann bin ich ins Bad und weil ich so Angst um meine Tochter habe, ich weiß es nicht warum, ich habe immer Angst um das Kind. Du hast selbst Angst um das Kind, wenn es, das Kind in eurem Garten... Selbst wenn es 5 Meter weg von mir ist. Mhm. Gut, also du warst jetzt im Bad und was ist dann passiert? Was und hast du gesehen? Instinktiv habe ich aus dem Fenster geschaut. Ja. Und dann konnte ich das also alles überblicken und da sah ich, dass die Kinder mit dem Rücken zu meinem Nachbarn standen. Mhm. Mein Nachbar saß da, machte die Hose etwas hoch, holte sein Geschlechtsteil raus und spielte sich da dran rum. Und da war ich total schockiert, habe sofort meinen Mann angerufen, habe gesagt, du pass auf, das Schwein, was... Der macht da Sachen, die er nicht machen darf. Wie, du rufst deinen Mann an und gehst nicht direkt raus? Mein Sohn war unten. Der war, also meine Tochter war und der ja... Der Sohn ist 15 Jahre alt. Der ist 15. Hm. Na gut, du hast also... Ich war gut, in dem gut. Moment... Du hast, Moment okay, du hast den Mann angerufen. Dann, wie ging es weiter? Der hat gesagt, Mensch, hast du das, hättest du fotografieren müssen. Sag ich war so schockiert. Ich konnte in dem Moment gar nichts anderes tun. Ich stand nur da und hab... So, wir stellen uns vor, du telefonierst und sagst, ich war so schockiert und ach, hättest du doch fotografiert. Währenddessen ging die Szene im Garten aber weiter. Ja, er hat das ja alleine gemacht. Die Kinder haben das ja gar nicht gemerkt. Die Kinder standen ja mit dem Rücken zu ihm. Dann bin ich runter ja. in den Garten, sofort nach dem Telefongespräch, das ja. hat vielleicht eine Minute gedauert. Ja. Hab zu meinem Sohn gesagt, du pass auf deine Schwester auf, ich bin gleich wieder da. Und dann hatte mein Sohn auf die Kleine aufgepasst, ja. das hatte aber mein Nachbar nicht mitgekriegt. Ja. Dann habe ich die Videokamera genommen und habe mich ans Fenster gestellt und habe die Videokamera laufen lassen. Und in der Zwischenzeit kam meine Tochter hoch, holte sich ein paar Schuhe und sagte mir, die zieht mein Nachbar mir an. Hm. Und da ist sie wieder runter in den Garten und da hat er ihr die Schuhe angezogen. Wir halten fest, du sitzt im Zimmer und filmst das Ganze. Ja, ich brauchte ja einen Beweis. Aber diese Nerven muss man ja auch haben. Man hat Angst, der Nachbar geht an mein Kind und du sitzt da und filmst. Egal, sag mal erstmal weiter, wie es dann weitergeht. Und auf jeden Fall, als die Schuhe angezogen waren, hat er das Kind zwischen die Beine gefasst. Das Kind war aber angezogen. Also ja. sie hatte eine Hose angehabt. Ja. Und er hatte das Kind so angefasst, wie ein Mann einer Frau zwischen die Beine fasst. Nicht einfach nur ein Klaps ja. oder so. Und dann? Und dann bin ich sofort runter ja. und habe das Kind weggeholt. So, dieses hast du aber auf der Videokamera drauf. Das habe ich auf der Videokamera drauf. Mhm. Dann habe ich... Erstmal muss ich jetzt nochmal mein Erstaunen zum Ausdruck bringen, wie cool du da rangegangen bist. Ich wäre sofort, nachdem ich gesehen hätte, dass der da seinen Dödel rausholt, wenn meine Kinder da unten sitzen, hätte ich weder telefoniert noch die Videokamera geholt, sondern hätte einen Mordsterz gemacht, hätte den vom Grundstück geschmissen und wäre bei meinen Kindern gewesen. Ich wollte doch nur einen Beweis. Ja, ist sehr, sehr theoretisch und klug gedacht, ja, aber ich sag nur, mich wundert das sehr. Gut, jetzt ist der Beweis da. Der Verdacht war ja schon vorher da. Ich habe ja immer gesagt, der macht irgendwas mit den Kindern. Woher rührte der Verdacht? Ich habe das gesehen, ich habe das gefühlt. Na Moment, gesehen und gefühlt ist ja nun ein Unterschied. Entweder sieht man etwas oder man fühlt etwas. Hast du schon vorher auch etwas gesehen? Nein, ja. Also direkt gesehen nicht. So. Jetzt ist das auf dem Videoband festgehalten. Habt ihr Anzeige erstattet? Ja, mehr Anzeige haben wir dann erstattet. Ja, und was ist jetzt daraus geworden? Noch gar nichts. Hat er sich denn schon euch gegenüber da geäußert? Er hat sich bei meinem Mann entschuldigt für das, was er meiner Tochter angetan hat. Ja. Und er hat ihm angeboten, dass wir weiterhin zu ihnen rüberkommen könnten. Und dass er Angst hat, dass wir ihn anzeigen, wir sollen das doch lassen. Aber das habt ihr ja nur schon gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir das noch nicht gemacht. Ja, ja. Und dass er halt schon wegen solchen Fällen in der Psychiatrie war, dass er ein Jahr im Gefängnis gesessen hat wegen Exhibitionismus und hat da also meinem Mann ein paar Sachen erzählt, was da
Jahr vorher. Dennoch habt ihr euch dafür, dazu entschieden, ihn anzuzeigen? Wir haben uns dann dafür entschieden. Ganz also klar. Ich war von Anfang an, für mich war das von Anfang an klar, der Mann gehört angezeigt, der Mann gehört dafür, was er getan hat, bestraft. Ja, hat dein Mann da ein bisschen gezögert anfänglich? Ja und nein. Also er sagt, es ist mein Arbeitskollege, es ist mein Nachbar. Aber es ist auch sein Kind. Das ist das, was ich gesagt habe. Als du runtergegangen bist, nachdem du deinen Videofilm beendet hattest, wie hast du denn da ihm gegenüber reagiert? Gar nicht. Ich habe einfach das Kind genommen und bin weggegangen. Mhm. So, jetzt läuft die Anzeige. Es kommt zu einer, Verhandlung. Irgendwann wird es zu einer Verhandlung kommen. Und wenn ihr euch jetzt so über den Weg lauft, was ja passiert, wenn man Nachbarn ist, wie ist das dann? Das ist eine lange Geschichte. Also er wohnt ja, eigentlich wohnt er nicht mehr hier. Ach so. Als ich meiner Tochter dann, ich habe mich dann hingesetzt, habe mir das Video angeguckt, ob das auch wirklich drauf ist in Gegenwart meiner Tochter. Und daraufhin sagte meine Tochter, das wäre nicht das erste Mal gewesen, das hätte er schon ein paar Mal gemacht. Aha. Nicht nur mit ihr, sondern mit der Nichte auch. Angelika, ich muss nochmal mein Erstaunen zum Ausdruck bringen. Du hast ja quasi dein Kind da reinlaufen lassen in die Situation. Es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Gut, du hast dann deine Videoaufnahme, aber das Kind muss das aushalten, was dann passiert ist oder was eventuell noch hätte passieren können. Das Kind hat das ja eigentlich gar nicht registriert. Aber du wusstest ja nicht vorher, was da passieren würde. Nein, das wusste ich nicht. Und das hast du in Kauf genommen, dieses Risiko, dass er vielleicht noch was Schlimmeres gemacht hätte und das Kind hätte geschockt. Das viel Schlimmeres hätte er nicht machen können. Ja, es gibt schon noch Schlimmeres. Das sind 5 Sekunden, da wäre ich bei dem Kind gewesen. Mhm. Also davon abgesehen. Gut. Also jetzt, das heißt, man muss jetzt immer abwarten, wie die Verhandlung läuft, wie die Sache sich entwickelt. Ne? Ja, er hat natürlich bei seiner Frau alles abgestritten. Ja. Und hat gesagt, nee, das war ja nicht. Ja, gut. Ich würde jetzt mal sagen, wir warten mal ab. Wann wird die Verhandlung sein, weißt du das? Keine Ahnung, weiß kein Mensch. Das heißt, wir haben ja deine Telefonnummer, würden gerne mit dir in Kontakt bleiben und wir unterhalten uns nochmal, wenn die Gerichtsverhandlung gelaufen ist. Ja. Ja, einverstanden? Auf jeden Fall. Ja, würde ich so vorschlagen und das würde mich auch sehr interessieren, möchte gerne an dem Fall dranbleiben. Okay? Mhm. Dann meldet sich meine Redaktion nochmal bei dir, um die genauen Einzelheiten noch zu besprechen. Mhm. Okay, Angelika, bis dahin, alles Gute. Danke. Wiederhören. Stefanie, 32 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Stefanie. Hallöchen. So, wir beide. Wir beide. Und um was geht es? Um was geht es? Um krankhafte Eifersucht. Oh, du. Oh, du. Ja, ich. Ich höre schon in der Stimme. Ja. Ja. Ist auch ganz schlimm. Stefanie ist krankhaft eifersüchtig. Was irgendwann dann auch nicht mehr lustig ist. Nee, ist absolut nicht lustig. Und schon gar nicht für die Menschen um mich rum. Ja, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, was soll ich dir erzählen? Bist du in einer Beziehung im Moment? Ich bin in einer Beziehung seit 4 Jahren, also fast 4 Jahren. Ich habe 3 Kinder, 2 aus der vorherigen Ehe und 1 mit meinem jetzigen Partner. Ja. Und unser Leben sieht momentan so aus, ich habe zum Beispiel keine Freundin. Mhm. Jetzt nicht, weil ich nicht kontaktfreudig bin, sondern weil ich Angst habe, dass mein Zukünftiger irgendwas mit der anfangen könnte. Das heißt also, du isolierst deinen Freund völlig von Frauen? Ja, und mich. Mein Freund und mich, absolut. Mhm. Und wenn er länger arbeitet, dann mache ich so lange Stress, weil für mich dann eigentlich schon klar ist, er hat eine andere. Mhm. Ne? Und ich kann die Geschichte dann auch wirklich so drehen, dass es wirklich so aussieht, als wäre es so. Ja. Wo ist er im Moment? Der schläft. Bist du sicher, dass da nicht eine Frau noch im Bett ist? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Na, wer weiß. Da gucke ich nach. Aber während du jetzt telefonierst, könnte da schon was passiert sein? Könnte nach meiner Auffassung, wenn ich jetzt ein Stückchen weiter weg wäre, nach meiner Auffassung könnte das so sein, ja. Also, wenn man es jetzt... Also, gut, wenn er lange arbeitet, hast du gleich die Vermutung, er sitzt mit der Sekretärin irgendwo im Auto. Ja, er fährt LKW, da hat man noch keine, aber... Egal, er hat halt eine Anhalterin mitgenommen, egal. Mit irgendeiner, genau. Mit irgendeiner Anhalterin oder irgendeine Disponentin von einem Betrieb oder weiß der Geier was. Ist denn in diesen 4 Jahren, die ihr zusammen seid, schon mal irgendwann was vorgefallen? Ja, ist. Wie viel mal? Wo
ich es ihm beweisen konnte, dreimal. Oh, das ist natürlich schon viel. Richtig, richtig was vorgefallen? Richtig, richtig, also nicht eingebildet, sondern Das volle Programm. Richtig, das volle Programm und wo ich ihn dann auch drauf angesprochen habe und ich meine, er hat es mir dann auch gesagt und immer mit der Begründung, ja, am Anfang habe ich dich noch nicht geliebt. Also das war alles, ich sag mal, in dem ersten Jahr, wo wir zusammen waren. Ja, wie hast du das denn rausgekriegt? Zufällig? Nee, weil ich bin ja so eifersüchtig, da gibt's keine Zufälle. Zum Beispiel, wenn er im Internet war, sag ich mal. Der hat die Tage bei euch auf der Seite geguckt und dann bin ich so schlau, wenn er im Bett ist, dann gehe ich am PC und guck nach. Eins live, was hat er sich da angeguckt? Ja. Liebesalarm, ach du Scheiße, was will der da? Ne? Und so habe ich dann, also zum Beispiel, wie ich das rausgekriegt habe, ich habe bei Google geguckt, da habe ich seinen Nicknamen eingegeben in die Suchmaschine. Woher wusstest du den? Den weiß ich. Den weißt du, ja. Das ist hier gang und gäbe. Ja. Und da kamen dann so die Gästeeinträge werden da angezeigt. Ja. Unter anderem zum Beispiel von der Seite Time to be Cool. Da war er dann mit Foto als Single und weiß der Geier. Time to be Cool. Ist das so eine Sexseite oder eine... Ja, eher so eine Flirtseite. Flirtseite. Mhm. Oder Heaven City zum Beispiel war genau das Gleiche. Ist er auch eingetragen. Also ich merke schon, du hast detektivische Leidenschaften in dir auch. Und du hast das dann wirklich so durch eigenes Nachforschen schon rausbekommen. Ja, ja, richtig. Warst du früher auch schon so drauf oder hat das mit dieser Beziehung etwas zu tun? Nee, also das war eigentlich schon, immer. Ich möchte sagen, schon einige Jahre, also seit ich 16 bin, 15, 16. Ja. Und bist du denn in diesen 4 Jahren treu? Ja, ja. Ehrlich? Ich bin absolut treu. Absolut? Ja. Absolut. Für mich gibt es nicht, gibt es nicht. Für mich gibt es entweder nur den einen, oder mit dem einen zusammen irgendwas anderes. Ach so, da bist du offen für sowas. Da bin ich offen. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Keine Frage, also das akzeptiere ich und da habe ich auch kein Problem. Wie ist das denn, wenn du auf der Straße mit ihm spazieren gehst, im Sommer, schöner Sommer hatten wir dieses Jahr und die Mädels sind leicht angezogen und so und er guckt den Frauen auf den Hintern? Kein Problem, ich bin ja dabei. Ach so, das ist... Ah ja, aber darf er auch allein bummeln gehen? Nee. Das nicht? Nein, er darf nicht alleine bummeln gehen, er darf auf... zum Beispiel spielt er so ein blödes Spiel, Counter-Strike, da gibt es diese LAN-Partys, ja? Nur für meinen Göttergarten nicht, weil ich will das nicht. Er darf auch nicht mit Jungs mal losziehen, meine Kneipentour machen? Nein, darf er auch nicht, weil ja die Freunde ihn dazu animieren könnten, hör mal zu, eventuell. Die hat ja einen geilen Hintern, mach nicht mal ran. Die könnte dann in der Bar stehen und er, genau, der läuft richtig. Was. Mhm. Ja, richtig. Das geht nicht. Mensch, ich selber darf das natürlich alles, ne? Also ich gebe mir das recht. Ich darf flirten gehen, ich darf weggehen, ich darf alles. Flirtest du denn auch? Ich flirte schon. Ja, ja. Ist schon, ne? Und du guckst auch den Jungs auf den... Ich guck den auch hinterher, guck den auch auf den Hintern. Und also ich merke ja schon, dass du sehr selbstkritisch bist. Ja, schon. Ne? Und irgendwie schwingt in dem, wie du es erzählst, ja auch eine ganze Menge... ja, Selbsterkenntnis mit, dass das nicht so richtig ist. Ne? Ja, aber ich würde, glaube ich, auch nie was dagegen tun. Warum nicht? Das ist ein Kreislauf. Nee, weißt du, warum du was dagegen tun musst, Stefanie? Ich war schon mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so halt, du bist nicht normal, ne? Ja. Geh mal zum Psychologen, mach was. Ja. Ne, weil ich belaste ja nicht nur mich, ich belaste ja auch wirklich andere. Ich finde ja, ich stehe auf dem Schlamm, man muss nicht wegen jedem Kram zum Psychologen laufen. Ja, aber das ist schon, also ich finde, ich bin da schon extrem schlimm. Ja, also das hört sich schon krass an, aber ich finde, dass man das auch noch wegtrainieren kann. Ich finde, dass du was tun musst, weißt du warum? Weil du nämlich Gefahr läufst, dass du genau durch dieses Verhalten deine Beziehung und deine Liebe kaputt machst. Richtig, weil das wäre aber nicht die erste. Siehst du? Irgendwann steht jeden Mann bis oben und der hat die Faxen dicke. Richtig. Und man will nicht so belauert und beobachtet sein und so gefangen genommen sein. Das ist doch, das ist ja wirklich schon sehr schlimm, wenn du ihm untersagst, mit seinen Kumpels mal loszuziehen. Ja. Oder dass keine Freundinnen aus dem Bekanntenkreis zu euch nach Hause kommen dürfen und so weiter. Was du gerade alles erzählt hast. Ja. Da würde ich an deiner Stelle aber wirklich schleunigst die Notbremse versuchen zu ziehen. Ja. Da musst du natürlich auch wollen, da musst du auch gegen nicht angehen. Und das ist eine Frage der Disziplin. Genau, das ist es. Und die habe ich nicht. Quatsch. Die hast du genauso wie viele andere Leute auch. Weiß ich nicht. Doch, du wirkst sehr selbstbewusst, sage ich dir. So, du wirkst eine ziemlich klare Frau. So, und dann hast du auch diese Stärke und diese Kraft, wenn du dir klar logisch überlegst, dass damit schadest du dir selbst ja ganz, ganz schlimm. Ja, letztendlich. Richtig. So, dass du es ein bisschen runterschraubst. Du musst ja nicht gleich von heute auf morgen alles verändern. Das ist ja die Kunst bei solchen eingefahrenen Verhaltensweisen, dass man das so Millimeter für Millimeter runterfährt. Und da musst du daran arbeiten, Mensch. Eben, das ist es. Aber das ist ja nicht so einfach. Bis man dann weißt du, es gibt so einen tollen Spruch von irgendeiner Firma, geht nicht, gibt's nicht, ne? Genau das will ich dir sagen. Ja. Geht nicht, stimmt. Gibt's nicht. Ja, stimmt. Du schaffst das. Ist schon
wäre schön, wenn ich schaffen würde. Ne? Wäre nicht verkehrt. Unsere Stefanie muss sich nur ein bisschen in ihren netten Po treten. Ja, dann klappt das auch. Wenn dir der Mann wert ist und wenn dir die Beziehung wert ist. Ja, doch. Doch. Und er ist dir wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Aha. Also mit Sicherheit. So, jetzt die erste therapeutische Maßnahme wäre, dass du ihm gestattest, mal alleine rauszugehen. Um Himmels Willen. Ja, doch. Irgendwie muss man ja anfangen. Ich glaube, das will der gar nicht mehr. Ja, schlimm genug. Oder schlag's ihn einfach mal vor. Oder du bringst eine Freundin mit nach Hause mal. Demnächst. Ja, das geht. Wenn ich die an mein Bein kette, dann ist das kein Problem. Also du musst jetzt dir Sachen ausdenken, die dir richtig wehtun. Die dir wehtun. Die für dich viel schwierig sind. Das ist die Therapie. Und das muss jetzt jede Woche, jeden Monat müssen jetzt kleine Fortschritte gemacht werden. Oh Gott, oh Gott. So, und das will ich nicht mehr hören, kann ich nicht. Du kannst. Ja. Okay? Naja, dein Wort in Gottes Gehör. Ne? Mein Wort in Gottes Gehör. Und in einem halben Jahr reden wir nochmal. Meinst dann ändert sich was? Und dann will ich in einem halben Jahr so ein paar Erfolgsmeldungen von dir hören. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Du kannst mir auch Rückschläge erzählen. Das gehört dazu. Das gehört zum Geschäft dazu. Die kommen bestimmt. Absolut, die kommen. Ganz bestimmt. Aber die kann man auch wieder verkraften, wenn man wieder nach vorne guckt und nach vorne geht. Jo. In diesem Sinne. Okay. Stefanie, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Auch, ne? Tschüssi. Monika, 56 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Monika. Um was geht's bei dir? Ich habe ein kleines oder ein großes Problem. Ja. Ich bin seit 2,5 Jahren, lebe ich alleine und suche eigentlich wieder einen Partner. Ich halte Annoncen in unserer Zeitung. Da brummt jemand. Wie bitte? Da brummt etwas. Ist das ein Kater oder eine Katze, die du auf dem Schoß hast? Nee. So hört sich das gerade an, sehr lustig. Ich bin ganz allein. Das hört sich an wie... Das muss doch nicht mein Magen sein. Es hört sich an wie ein Schnurren eines Tieres. Nein, nein. Dann ist hier irgendwas in der Luft, vielleicht ein Geist oder so. Bei mir ist nicht. Also, entschuldige, seit zweieinhalb Jahren solo. Ja. Warst du vorher verheiratet? Ich war dreimal verheiratet. Ja. Und der Mann meiner letzten Ehe oder meine letzte Ehe, der war 17 Jahre jünger. Ja. Und am Alter hat es nicht gescheitert, dass unsere Ehe auseinanderging. Das waren berufliche und private Dinge, ja. Und wollte ich eigentlich nie wieder irgendwie eine Bindung haben, habe mich voll in meinen Beruf gekniet. Ja. Und irgendwann dachte ich mir dann doch, das kann eigentlich nicht alles gewesen sein. Und habe dann Annonce geschalten. Da haben sich auch so ungefähr 50 Männer gemeldet. Ja. Habe mich auch mit einigen getroffen, aber so das erste Mal musste ich erstmal reinriechen. Dann habe ich noch eine Annonce geschalten. Wobei 50 Männer ja schon eine ganze Menge ist, ne? Ja. Da war keiner dabei? Nee, nicht so. Ich habe mich natürlich nicht mit 50 getroffen. Ist klar, man sortiert natürlich. Ja, ich sortiere dann schon aus. Klar. Ich habe das auch mit Handynummer gemacht und kann man dann doch schon einschätzen. Ja. Ja, dann habe ich wieder Annonce geschalten und waren es fast so viele, habe mich auch mit einigen getroffen. Gut, Nachholbedarf war bei mir auch. Bin auch schon mal mit diesen und jenen ins Bett. Ja. Und kann lass mich mal fragen, wie du diese Annonce formuliert hast, wenn da so die Männer drauf fliegen. Also, weißt du es noch? Jugendliche 55erin, da war ich noch 55. Ja. Attraktiv, ausgeflippt, chaotisch. Aha. Sucht sportlichen ihn zum Kuscheln, Lachen, Lieben und mehr. Ja, ist doch nett. Ja, und dann aber auch noch Nähe und Abstand. Nähe und Abstand? Ja. Was heißt das? Ja, also gut, ich möchte ihn bei mir haben, aber nicht gleich zusammenziehen. Oder so täglich zusammen sein. Ja, also das hat offensichtlich gewirkt. Der Köder hat gesessen, ne? Da haben wir angebissen. Viele ausprobiert, einige sogar im Bett gewesen. Mhm. Ja. Ja. Wie alt waren die so ungefähr? Also ich komme mit Männern meines Alters nicht klar. Sagen wir mal so ab 40. Also du stehst auf die jungen Spunde. Ja. Ja. Richtig. So, aber der Stand der Dinge im Moment ist nicht so richtig, hat sich eingefehlt. Nicht so richtig. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob ich unnormal bin oder ob ich vielleicht zu viel negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich irgendwo schon wieder im Hinterhalt was Negatives lauern sehe. Ja, weiß ich nicht. Kenn dich ja nicht. Ja, ja. Das ist jetzt auch also so negativ wirkst du erstmal nicht, finde ich. Wie bitte? Ist ja, negativ wirkst du erstmal nicht so auf den ersten Blick. Ja, wenn ich mal so von meinem Freundeskreis das hören und sagen bekenne, die sagen eigentlich auch alle, ich wirke jetzt auch äußerlich sehr jung. Ja? Ja, ich ziehe mich auch sehr ausgeflippt an, ja. Trage ich gerne. Was machst du vom Beruf?
Ich habe umgelernt in der Altenpflege. Ja. Und jetzt, dann bin ich arbeitslos geworden und jobbe in einem Pizzaservice. Ach so, ja. Und ich bin auch so ein ausgesprochener Nachtmensch. Daher unterhalten wir uns ja jetzt auch. Ja, ich gucke deine Sendung jeden Abend. 100 Männer angebissen. Mit wie viel warst du denn im Bett? 15. Mit 15? Hm. Also ausprobiertechnisch. Ja, ja, ja. Und hat sich denn einer von den Jungs in dich verknallt? Ja, sagen wir mal von denen so 3, 4. Ja, aber du hast dann gesagt, nee, ist es nicht. Ich am Anfang habe ich gedacht, ja. Am Anfang so, da war ich Feuer und Flamme. Und ganz schnell. Ich will mal sagen, Monika, vielleicht ist es auch alles noch im Rahmen des Normalen. Ich glaube, dass man, je älter man wird, du bist ja jetzt in einem Alter, wo man sagt, du hast eine gute Reife. Ja. Auch eine gute Menschenerfahrung. Ja. So 50, ja. 55. Ja. Da hat man ja vielleicht auch schon differenziertere Ansprüche, als wenn man ganz jung ist. Dann ist man vielleicht noch mehr so experimentierfreudig und so. Ja, da hat man ja, wenn man etwas älter ist, vielleicht gar keinen Bock mehr drauf. Wenn man weiß genau, wo der Hase langläuft und sucht etwas ganz gezielt Bestimmtes. Ja, ja. Und das findet man ja vielleicht auch nicht so einfach, Mensch. Nee, das ist auch nicht einfach. Nee, das ist aber, glaube ich, ganz normal. Toll finde ich an dir, dass du so aktiv bist und du suchst. Denn ohne Suche kütt da gar nichts bei rum. Ja, ja. Ja, und ich suche auch weiter. Ja, also ich glaube gar nicht mal, sage ich jetzt mal so, ohne dich jetzt im Einzelnen zu kennen, dass das vielleicht, dass du zu kompliziert bist oder zu negativ oder so, glaube ich nicht. Ich glaube ganz einfach, dass es schwierig ist, einen passenden Menschen zu finden, auch wenn man in deinem Alter schon ist, dass man da einfach Ansprüche hat, die so leicht nicht zu erfüllen sind. Glaube ich. Ist möglich, ja. Macht dich das, frustet dich das ein bisschen, dass du immer wieder ausprobierst und es ist keiner dabei? Überhaupt nicht. Ja, das ist doch schon die halbe Miete. Ja, überhaupt nicht. Nee, das wäre jetzt ganz schlimm, wenn du sagen würdest, Mensch, ich kann nicht mehr. 100 Typen habe ich da schon mir angeguckt, zumindest auf dem Papier. Aber wenn du sagst, immer weiter. Ja, das kommt dann von mir aus. Aber ich unterhalte mich da ja oft mit Kollegen, die sagen immer und. Mensch, wenn du Pizzaservice bist, trägst du Pizzas rum auch? Nee, ich bin in der Küche. Ach so, weil rumtragen wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ja. Dann lernt man noch mehr Leute kennen. Kannst du gut Pizza backen? Ja. Was ist deine beste Pizza? Wie heißt die? Sag mal Waikiki. Wie? Waikiki? Ja, das ist wie Hawaii. Ach so. Ja, so in diese Richtung. Aber sind eigentlich alle lecker. Ja, was kostet diese Waikiki bei dir? 5,95 €. Ist okay, ne? Ja, die Single. Ja, ist okay. Ja. Monika. Ja. Also was machen wir denn mit dir? Ah. Ich glaube, ich bin letztendlich guter Hoffnung und optimistisch, dass was bei rumkommt demnächst. Ja. Weil ja. du vom Typ her einfach eine positive Person bist und auch eine sympathische Person bist. Habe ich den Eindruck von den paar Minuten, wie wir es reden. Ja, 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 das sagen mir eigentlich auch viele. So, und da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht mal ein knackiger 40-Jähriger um die Ecke kommt. Also denkst du, ich bin nicht unnormal? Nee. Ich finde das, wie gesagt, ich finde es sogar toll, dass du so baggerst und so aktiv bist. Ja, ja. Ja. Viele würden ja sagen, oh, ich bin schon 56, mit mir gibt es sowieso nichts mehr und mich will doch keiner und mich will überhaupt kein Jüngerer, ist schon gar kein Jüngerer mehr. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Wie jung dürfte er denn sein? Oh, Moment, mein Handy. Da ruft jetzt einer an. Ja. Der 14-Jährige. Das ist bestimmt die Sendung. wie jung dürfte er denn sein? Also, sagen wir 45. Und nach unten, 35? Ja gut, das habe ich auch schon ausprobiert, aber das ist dann nicht so... Ja, also 40, mal Spaß an der Freude, aber mehr nicht. So, ich glaube, dass du auf gutem Wege bist. Ich finde, dass du nicht unnormal bist. Und ich drücke dir ganz einfach die Daumen. Es wird schon was werden, ich bin das sicher. Ist toll. Alles Liebe, Monika. Du, ich danke dir. Tschüss. Jo, ciao. Jetzt habe ich zwei Leute hier. Rasant. Ronald, 29 und Maike, 15. Hallo, mit wem rede ich zuerst? Hi, grüß dich, Ronald. 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 Ne? Nicht ja. Roland, sondern Ronald. Ronald. So wie der Regen damals, ne? Ja, genau. Oder Bricks. Genau, ganz genau. Ja. Ich fange mal an, ganz kurz, ja? Bitte. Wir haben einen Altersunterschied, wie du ja siehst. Wie ich sehe, natürlich, 29 und 15. Richtig. Ja. Und wir haben, ich sag mal, wir sind jetzt über einen Monat zusammen. Ja. Es ist wunderbar bei uns, wir lieben uns über alles. Ja.
Nur wir haben halt die ganzen Probleme, die hier rundherum passieren. So sprich mit der Mutter, mit wir sind beide bei den Pfadfindern, wir müssen uns da verstecken. Mhm. Und ich habe auch schon mal so Rechtsanwalt angerufen, was da alles passieren kann, und es ist auch nicht so toll. Nee, das ist schon riskant. Also ist schon problematisch, sagen wir so. Richtig. Und und jetzt einfach nur mal die Frage, so, weil wir sitzen hier, sind total, ich sag mal, verunsichert. Ja, richtig. Mhm. Weil wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Wir machen uns große Sorgen. Wir reden auch seit einem Monat über nichts anderes. Und Mutter versucht immer einen Keil dazwischen. Ihr seid aber erst einen Monat zusammen. Und wie habe ich es gerade verstanden? Richtig. Einen Monat erst. Mhm. Richtig. Ja. Und habt euch kennengelernt bei den Pfadfindern? Ja. Ja. Da hast du die Maike angebaggert. Eigentlich kam es von beiden Seiten. Ja, ich meine, als 30er ist man schon ein bisschen mutiger, als wenn man 15 ist. Sag ich mal so. Ja. Richtig. So, wichtige Frage ist bei dem extremen Altersunterschied, vor allen Dingen, weil Maike erst 15 ist, was die Eltern von ihr sagen. Ist Maike, möchte sie auch gerne mit mir sprechen? Ja, die sitzt neben mir. Dann gibst du mir da mal, dann kann sie es am besten erzählen, glaube ich. Ja gut, ich gib's dir mal. Wir reden gleich wieder weiter, Ronald. Ja, alles klar, du. Mhm, ja. Hallo. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Ja. So, ihr habt ein dickes Problem am Hals. Mhm. Dein Freund ist fast 30, du bist 15. Ja. Was sagen deine Eltern dazu? Ach, mein Vater sagt da gar nichts zu. Der hält sich da vollkommen raus. Heißt das, dass es ihm egal ist, oder wie? Nein, er redet da wohl mit meiner Mama ziemlich viel drüber. Ja. Aber mit mir nicht. Ah, was ja auch schon blöd ist. Ja. Und was sagt er? Aber er versteht sich wohl ganz gut mit Ronald. Ach so. Die kennen, ja. Die kennen sich schon, die beiden? Ja. So, und was sagt deine Mutter? Die erste Woche bis die zweite Woche auch noch hat sie versucht, mir auszureden, mit ihm zusammen zu sein. Mhm. Also, dass ich Schluss machen soll und so. Ja. Ja, und jetzt hat sie uns halt weitere Sprüche, also so ihn schlecht gemacht. Aha. So auch unsere Beziehung schlecht gemacht und so. Wie macht sie ihn denn schlecht? Was sagt sie denn? Alles, was er macht, ist falsch. Was er sagt, ist falsch. Das ist. Also sie zieht einfach so richtig über ihn her? Ja. Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr halt irgendwann gesagt, beziehungsweise wir beide haben es ihr gesagt, dass wir das ziemlich doof von dir finden. Ja. Dass sie das bitte lassen soll, dass es unsere Sache ist. Und dann hat sie auch gesagt, sie lässt uns in Ruhe. Mhm. Jetzt hat sie uns wieder ein paar Sprüche geklopft. Mhm. Bis wir ihr dann vor 2 Tagen noch, haben wir ihr dann nochmal gesagt, dass sie meinte, sie soll uns in Ruhe lassen. Ja. Aber sie hat ja auch von sich aus gesagt. Ja. Und ja, jetzt verkneift sich die Sprüche. Sie sagt zwar die ganze Zeit... Die Sache ist... Nee, bitte? Ja, nee, sag weiter. Sie sagt zwar die ganze Zeit so, das sage ich jetzt nicht. Maike, ich darf ja nichts mehr sagen und so. Mhm. Also man merkt schon, dass sie dagegen was sagen will, aber nicht kann. Ja. Ist ja alles nicht so ganz einfach. Es ist ja nicht nur eure Sache, solange du nicht 16 bist. Wann wirst du eigentlich 16? Am 2.6. Das ist eine Weile hin. 2.6. Mhm. Im nächsten Jahr. Mhm. Ja. Natürlich hat sie ein Mitspracherecht und sie trägt auch mit Verantwortung. Insofern kann man ihr, du wirst sagen, leider nicht den Mund verbieten, aber es ist so. Ist nun mal so. Ja, aber sie hat ja von sich aus gesagt, sie lässt uns in Ruhe. Ja, natürlich. Aber dennoch ist die Situation schon schwierig und heikel aufgrund deines Alters. Wie ist denn, du sagst, ich meine, das ist ja noch alles super frisch, 4 Wochen, du bist richtig verknallt in den Ronald? Mhm. Ja. Ist das dein erster Freund? Ja, mein erster richtiger Freund. Ja, also gab es schon kleinere Erfahrungen, gab es schon mal. Ja. Ja. Alle anderen wissen das aber auch nicht so, die Freunde, im Freundeskreis. Unsere engsten Freunde wissen das. Die wissen das. Sonst keiner. Und bei den Pfadfindern wäre es wahrscheinlich hochproblematisch, weil er wahrscheinlich irgendwie jemand ist, der mit organisiert und ja, und Leiter ist. Und Leiter ist, genau, ja. Mhm. Ja. Ja, also das ist natürlich wirklich ein Problem, wenn man die Eltern nicht mit auf seiner Seite hat. Ist das so eine ganz wackelige Angelegenheit? Auch wenn du 1000 Mal sagst, ich bin jetzt verknallt und verliebt. Und hm. Wie,
planst du denn, dich jetzt weiter zu verhalten? Was du denkst du, ich ziehe das ja durch? Ich möchte auf jeden Fall versuchen, durchzuziehen, ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass deine Mutter strikt oder die Eltern strikt sagen, wir verbieten dir das. So ist es ja nicht, ne? Nein, sie sagt auch selber, sie will mir nichts verbieten, sie kann mir nichts verbieten. Ja. Sie würden es lieber sehen, wenn du es nicht machen würdest, aber sie sagen auch nicht klar nein. Genau, ganz genau so ist es. Ja. Kannst du mir, Maike, den Ronald nochmal geben? Ja, mach ich. Ja. Ja, Domian. Ja. Also ich habe jetzt erfahren, wie die Situation ist da zu Hause. Du kennst den Vater von Maike? Ja, ich bin hier jeden Tag bei der Familie. Ich esse hier, ich schlafe hier am Wochenende. Ach. Also ja, die Mutter lässt uns hier schlafen. Ja. Und also du bist auch gerade im Elternhaus von Maike. Ja, ich bin gerade mit ihr unten in ihrem Zimmer. Ja. Und du isst dann auch da und ihr sitzt dann alle gemeinsam am Tisch und Ja. Und da ist keine große Spannung in der Luft? Hm. Ja gut, also dann ist es ja schon irgendwie klar, dass die Eltern, also mehr Signale kann man ja nicht geben, als dass sie es irgendwie oder schon ziemlich heftig tolerieren. Ja, die Toleranz ist ja auch da. Nur wenn der Vater da ist, ist die Toleranz da. Sobald der gute Herr aus dem Haus ist, gibt es hier maßlose Probleme. So, Ronald, also, nun will ich mal an dich appellieren. Du bist der viel Ältere. Richtig. Es liegt jetzt auch sehr viel, glaube ich, an dir, wie das weitergeht. Mhm. Wie vertrauenswürdig du dich zeigst, wie offen du bist und wie zurückhaltend du auch bist. Mhm. Ich finde, dass du die Verantwortung jetzt trägst, wie das weiterläuft. Dass du, sie ist nun mal sehr jung, die Maike, ist auch nicht so erfahren, du bist viel erfahrener. Es gibt eine Teiltoleranz von Seiten der Eltern, denen musst du jetzt auch Rechnung tragen. Mache ich auch. Ja, das finde ich dann auch ganz wichtig. Und lasst euch Zeit, wenn du sie wirklich gerne hast, dann vergeht auch schnell ein halbes Jahr, dann ist sie 16. Und dann kann man das vielleicht auf diese vorsichtige Weise so in die Zukunft transportieren, diese ganze Geschichte. Und dann löst sich das vielleicht sowieso dann alles nächstes Jahr auf. Ich finde immer, wenn man wirklich jemanden sehr gern hat, kann man auch ein bisschen warten. Mhm. Richtig. Ja. So, mehr wüsste ich jetzt auch nicht dazu zu sagen. Nee, wir sind ja auch. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr auch offen den Eltern gegenüber seid, dass da nicht noch mehr Misstrauen wächst. Nein, also was das alles anbelangt, da erfahren die Eltern das ja auch. Beziehungsweise die Mutter. Ja. Wie ist das denn im Bereich Sexualität? Habt ihr schon miteinander geschlafen? Ja. Weiß die Mutter und die Eltern das? Ja, Mutter weiß es. Ja, der Vater nicht? Keine Ahnung, ob sie es weiterzählt hat. Ne? Ja. Aber immerhin lässt sie euch in ihr Haus oder in ihre Wohnung und stellt das Kinderzimmer von Maike zur Verfügung. Ne? Ist ja nur so, auch schon, bisher kann man das nennen, ja. Ja. Das ist ja immerhin auch schon ganz gut, dass sie euch nicht raustreibt irgendwie. Nö, das macht sie eigentlich nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich komme mit der gut klar oder schlag auf einmal nicht mehr. Ja, also wie ich es gerade sagte, es liegt in deiner Hand, glaube ich, dass diese ganze Sache dann auch nicht zerbricht. Mhm. Sei vorsichtig, lass dir Zeit und sei offen, finde ich. Das sind die Ratschläge, die ich dir geben könnte. Nee, das ist okay. Alles Gute dir und alles Gute, Maike. Alles klar, danke dir. Tschüss. Axel ist hier, 23. Ja, hallo. Ja. Grüß dich, Domian. Hallo, Axel. Schön, mal mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und bin gespannt auf das Thema. Ja, das ist relativ ungewöhnlich und zwar sammle ich seit ungefähr 18 Jahren Vorwerkstaubsauger. Vorwerkstaubsauger? Ja, genau. Seit 18 Jahren? Seit 18 Jahren. Da warst du ja nur ein kleiner Bengel. Ja, ist richtig. Ich habe auch mit 2 Jahren den Staubsauger von meiner Mutter, die hatte da einen Progress, den habe ich dann auch prompt kaputt gemacht, damit sie ihren alten Vorwerk wieder benutzt. Also so erkläre ich mir das im Nachhinein. Und meine Eltern und meine Oma, die hatten immer Vorwerk und so bin ich damit in Kontakt gekommen. Du bist jetzt aber nicht so ein ganz ausgetüftelter Werbetrick von der Firma Vorwerk, um sich hier in die Sendung zu schmuggeln? Nee, überhaupt nicht. Ich bin 23 und BWL-Student. Ja. Und ich hatte auch vor ein paar Jahren hatte ich auch mal Differenzen mit Vorwerk, weil die Sammlern gegenüber nicht so freundlich waren, aber das hat sich zum Glück dann geändert. Und ich komme auch mit den meisten Vertretern nicht klar, weil wenn die merken, dass ich mehr Ahnung habe als sie, dann werden die relativ schnell umgemüllt. Das glaube ich. Also du sammelst mit deinen zarten 23 Jahren seit 18 Jahren schon Vorwerk-Staubsauger.
Das ist ja wirklich sehr schrill. Ja, das ist... Das finde ich erstmal sehr schrill. Wie viel hast du denn schon? Ich habe ungefähr 150 Geräte. 150 Geräte? mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski, reicht mir gerade mal wieder ein Foto hier rein, das du offensichtlich per Mail uns geschickt hast. Ja, habe ich gemacht. Und hier ist ein junger Mann zu sehen. Ich zeig's mal im Fernsehen. Das bist du. Ja, das ist meine Wenigkeit, genau. Das ist deine Wenigkeit. Ich weiß nicht, ob man das hinten im Fernsehen sehen kann. Man sieht ganz viele Vorwerkstaubsauger da hinten drauf. Also Axel mit seinen Vorwerkstaubsaugern. Ja, genau. Die sehen ja alle immer so ein bisschen altmodisch aus, diese Staubsauger, ne? Selbst ja, die ganz neuen jetzt nicht mehr, aber früher, was man sich so vorstellt, das sind halt die mit dem grünen Staubbeutel und dem langen Stiel. Genau, ne? Genau. Und ja, mein ältestes Gerät ist von 1937. Die Ich zeig mal hier noch ein Foto. Da sieht man auch noch ein paar Modelle. Also wir kennen die ja alle. Wir kennen ja alle Vorwerkstaubsauger. Ja, auf dem Bild sieht man auch die Originalverpackung. Das ist immer das Schöne. Bei eBay hat man häufig mal Haushaltsauflösung. Ja. Irgendeine Omi sich mal hat was andrehen lassen und was völlig unbenutzt da liegt. Und das ist immer ein besonderes Highlight. Sag mal, Axel, das ist doch nicht normal, wenn ein junger Mann von 23 Jahren Vorwerkstaubsauger sammelt. Das ist doch nicht normal. Oder? Aber ist das denn normal, Briefmarken einzutüten? Ich meine, das hat ja noch einen gewissen Sinn. Ich habe zum Beispiel der Mutter von meiner Freundin, der verarzt sich ihren Staubsauger dann, wenn die den mal wieder irgendwie misshandelt hat. Du kennst dich auch richtig im Innenleben aus. Das heißt, du kannst auch so ein Ding reparieren. Ich kann Motorreparaturen nicht machen. Ich lasse auch von der Elektrik die Finger, weil ich da einfach keine Ahnung von habe. Aber so die groben Sachen, also ich kann so ein Ding komplett zerlegen und so herrichten, dass es fast wieder aussieht wie neu, kann ich. Erklär es mir doch bitte, warum du so auf diese Staubsauger stehst. Weil das Design so ungewöhnlich ist und weil diese Geräte, also von dieser speziellen Firma, wir jetzt wirklich nicht unnötig Werbung machen, aber ich finde erstens sind die... Erstens sind es meiner Meinung nach die besten. Ja, deshalb sammelt man sie ja nicht gleich. Nee, aber da kauft man sich einen und saugt Staub und dann ist es gut. Guck mal, die haben so interessante Detaillösungen. Es gab zum Beispiel diese Geräte in den 60ern, da konnte man sich die Haare mit trocknen. Oder man konnte Kühe damit absaugen. Da gibt's also, es gibt da Zubehör, das gibt es von anderen. Ehrlich, ist das wahr? Man konnte Kühe melken mit Vorwerkstaubsaugern? Nee, säubern. Da war so ein Viehputzgerät mit so einer angetriebenen Bürste. Und föhnen sich auch. Also du bist so jemand, der hat so richtig Spaß an so Details. Ja, absolut. Und ich muss auch alles komplett haben. Und ich habe hier auch einen ganzen Schrank voll mit diesen internen Vertreterunterlagen, die ich mühsam erbettelt habe bei ehemaligen Vertretern oder bei eBay ersteigern. Das habe ich alles vom Azubi gehalten und vom BAföG da irgendwie zusammengeklaut. Hör mal, du studierst BWL. Ja. Du musst zu der Firma Vorwerk irgendwann gehen und da Manager werden. Ja, das will ich auch. Ich will jetzt erstmal ein Praktikum da machen, damit ich da schon mal einen Fuß in die Tür habe. Also wenn die dich nicht nehmen, dann werden die ja mit einem Pinsel bepudert oder wie sagt man so. Ja, ich habe ja schon Kontakt mit denen, weil jetzt ein Film über mich gemacht wurde. Ach so. Da hat also ein Student übers Internet, wo ich einen Bericht darüber geschrieben habe, hat er mich kontaktiert und da wollte ich einen Film über Sammler machen. Und da waren wir auch schon im Museum und haben da gedreht und ich hoffe mal, dass sich da ein Kontakt entwickelt. Hast du denn, ich vermute, da auch schon sehr viel Geld für ausgegeben, ne? Ja, sehr, sehr viel. Wie viel über den Daumen so? Also ich würde mal sagen, insgesamt dürfte sich das schon, da ich auch relativ neue Geräte habe, mir auch neu gekauft auf Raten und so weiter. Ja. Also ich denke mal, so 3.500 Euro dürften das gewesen sein. Ja, das geht ja noch. Es geht eigentlich. Aber für 18 Jahre sammeln, 3.500 Euro ist ja noch, geht noch. Ja, es geht noch. Was kostet denn so ein Ding neu bei Vorwerk? Ja, also wenn man das komplette Zubehör dabei haben will, schon so 900 Euro. Stange Geld. Ja, ist eine ganze Menge. Mein neuer Staubsauger, den ich mir neulich gekauft habe, der hat 180 Euro gekostet. 200 Euro. Der ist doch nix. Der ist wirklich nix. Das ist, ich glaube, von Bosch oder Siemens einer. Ich fluche immer, wenn ich mit dem Ding sauge. Das klappt alles nicht richtig und dann riecht es irgendwie nach Staub in der Wohnung und so. Also ich bin auch nicht zufrieden. Ja, die neuen, die können ja sogar bald Bakterien rausfiltern und absolut geruchsfrei. Da gibt's schon was Tolles. Hol dir doch mal bei eBay so ein Ding. günstig. Saugst du denn selbst auch gerne? Dann hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich wohne noch zu Hause. Ich habe das Zimmer von meinem Bruder zum Museum umgebaut. Aber dann ist wohl eher eine Sache, dass deine Mama nie staubsaugen muss, sondern das machst du, oder? Ich bin ja immer sauer, wenn ich mal, als ich bei der Bundeswehr war und ich kam nach Hause und es war schon frisch gesaugt, da war ich also ziemlich sauer. Achso, sie überlässt dir das gar nicht so ganz freiwillig, das Revier.
Doch, sie meint nur, ja, es war aber nötig, soll ich jetzt auf dich warten und so weiter, aber ich bin ja auch der absolute Teppichreinigungsfreak, also wo andere Leute dann vielleicht Inlineskaten gehen, da sage ich, nee, ist so ein schöner sonniger Tag, alle Fenster auf und Teppich rein. Aber das ist ja auch ein toller Luxus dann für deine Mama. Sie geht dann in dein Museum, in das Kinderzimmer von dem Bruder und kann sich den Staubsauger aussuchen, der vielleicht heute mal passend wäre. Ja, sie fragt mich schon immer, du musst mal Schilder dran machen, wer jetzt hier Ausstellungsstück ist und wer ich nicht mal nehmen darf. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Was sagt die? Da alles andere als begeistert von. Warum? Naja, wenn ich jetzt bei eBay mal ein Schnäppchen gemacht habe und ich sag, hier, das und das habe ich gekriegt und das Modell fehlte mir noch. Irgendwann sagt sie, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und die, wenn man, die dann hier nach Hause kommt und sieht überall Vorwerk in jeder Ecke, dann... Kann man die Arme auch ein bisschen verstehen? Ja, ich habe ihr auch schon versprochen, wenn wir unsere erste Wohnung haben, dann bleibt das ganze Zeug erstmal hier und... Das glaube ich dir nicht. Das hältst du gar nicht aus. Da muss einer, zwei, drei, vier müssen dann auch in die neue Wohnung. Ja, doch so 3 bis 4 für jeden Zweck irgendwie einen für den Überbodenbereich, einen für Kellersaugen, einen guten, ne? Das muss alles da sein. Siehste. Hat sie denn findet sie denn diese Geräte auch gut oder ist ihr das eigentlich völlig egal? Der Freundin? Ja, ist das absolut egal. Sie sagt, das ist ein Gebrauchsgegenstand, und ob da jetzt Vorwerk draufsteht oder nicht, ist ihr wurscht. Aber so die Freunde von dir, die müssen doch auch denken, so eine kleine Macke hat er. Oder? Auf jeden Fall. Hm? Ja. Ich bin eigentlich auch so ein bisschen so eine Kuriosität. Und wenn wir dann mit Freunden weggehen und ich treffe jemanden neuen, dann sagen sie direkt, hier, das ist der mit den Staubsaugern, wo ich dir erzählt habe. Ne? Bist du eigentlich der Einzige auf der Welt oder in Deutschland? Oder gibt's im Internet, hast du schon mal gesucht, ob jemand anderes sowas auch noch macht? Also in Deutschland gibt es 3 bis 4 Sammler. Das weiß ich, also wer sich da bei eBay tummelt, da kommt man auch schon mal in Kontakt. Ja. In Amerika ist das sehr, sehr ausgeprägt. Also da gibt es in den Yahoo-Groups, gibt es also Clubs für die einzelnen Marken und da sind dann auch schon mal so 300-400 Mitglieder drin, die sich dann auch irgendwie in Portland zum Wettsaugen treffen. Das ist dann immer sehr schrill, wenn man dann die Fotos sieht, wie die da in Tennissocken und kurzer Hose auf einem dicken Berber stehen und sich da gegenseitig dann Wolf saugen. Jetzt muss ich natürlich noch eine Frage fragen, die mir auf der Zunge liegt die ganze Zeit schon, aber ich habe es noch gar nicht gewagt zu fragen, weil du so normal und so sympathisch rüberkommst. Das hat aber jetzt nichts Sexuelles oder so. Absolut nicht. Und wunderbar, da bin ich beruhigt. Das ist auch das, wo ich immer drunter zu leiden habe, diese ewigen Witze da, ne? Ja. Ja, du saugst da aber nur mit, ne? Ja, ne? Man hat ja so seine Vorstellung, Staubsauger und Männer, ne? Da kann man ja viel... Weil es ja mit diesen Vorwerkstaubsaugern noch diese Legende unter Medizinstudenten gibt, es hat ja tatsächlich mal einer eine Doktorarbeit geschrieben darüber, dass die Leute sich da erheblich verletzt haben, ne? Ja, verletzt ist gut, der ganze Schniedel war kaputt gehackt, ja, ne? Ja, so ungefähr, durch dieses Turbinenrad, da wenn man sich mit 16.000 Umdrehungen mit so einem Stahlrad da anlegt, das geht selten gut aus. Also diesbezüglich hast du noch keine leichten Experimente gemacht? Überhaupt nicht. Ich habe auch, das ist auch für mich jetzt irgendwie nicht so ein Kultgegenstand oder so ein Fetisch. Ich setze mich meinetwegen mal mit einer Zigarette mal ins Zimmer und guck, was ich mir da alles zusammengestellt habe. Das ist aber, glaube ich, eher die normale Sammelleidenschaft, die jemand auch hat, der Münzen sammelt oder so. Und wenn du jetzt für die berühmte Frage gestellt würdest, Freundin oder Staubsauger? Ja, Freundin. Gut. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Kein Sex, klare Aussage für die Freundin, alles im normalen grünen Bereich, finde ich. Ich würde sehr, sehr ungern darauf verzichten, weil mein Herz schon dran hängt, aber das geht bei mir nicht so weit, dass ich hier mein normales Leben dafür zurückstelle. Also man kann ja sagen, dass das erste Herz schlägt für die Freundin, aber dann kommt sofort Vorwerk. Grün-Weiß. Stimmt, sind grün und sandweiß. Sag mal, Schlussfrage noch. Das ist wirklich so eine richtige alte urdeutsche Firma, ne? Ja, die bauen seit 1930 Staubsauger. Ja. Und soweit ich weiß, sind die auch Marktführer. Und, also das ist. Und wo sitzen die? Wo ist die Firma? In Wuppertal. In Wuppertal. Gleich hier auch bei uns um die Ecke. Ja, genau. In Wuppertal. Ja. Aber die sind auch sehr, sehr beliebt in Italien, habe ich mir sagen lassen. Also Italien und Deutschland sind wohl so die Hauptmärkte. Ne? Ja, also. Aber das ist ja mittlerweile ist das ein Global Player. Ich bin sicher, morgen werden die Geschäfte gestürmt. Ja, ich hoffe es sehr. Nee, das geht ja gar nicht in Geschäften. Sehr, sehr gut wieder geworden. Ja, aber es geht ja gar nicht. Man kann das ja gar nicht in Geschäften kaufen. Ne? Doch, es gibt so in der Kölner Fußgängerzone, da gibt es in der Breitestraße, da ist so ein Lädchen, aber im Allgemeinen geht das schon über die Vertreter. Wollen wir nicht noch mehr Werbung machen? Nein, das war auch nicht mein Anliegen. Das habe ich auch gemerkt. Das habe ich auch wirklich gemerkt, dass das nicht aus der Ecke kam. Und wenn irgendwelche ehemaligen Vertreter oder so vielleicht irgendwas für meine ich meine, ich kann nicht viel bezahlen, aber so Portokosten, so übernehme ich gerne. Vielleicht könnte das auch irgendwie weiterleiten. Das wäre sehr nett. Würden wir machen. Du bist interessiert. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, Axel. Das fand ich auch. Ich hoffe, ich kriege noch ein Autogramm von dir, wenn das geht. Ja, dann musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an, um deine Anschrift rauszukriegen. Klar, super, Jürgen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Holger, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Holger, um was geht's bei dir? Einen neuen Mitbürger in Nordrhein-Westfalen. Bitte? Einen neuen Mitbürger in Nordrhein-Westfalen. Du bist ein neuer Mitbürger in Nordrhein-Westfalen? Ja. Ich gratuliere dir. Und höre seit 3 Tagen ganz begeistert deine Sendung. Aha. Und bin wirklich hin und weg. Das ist ja dafür, woher kommst du denn? Aus welchem Bundesland? Ich komme ursprünglich aus Hannover. Aber da kann man uns ja im Fernsehen kann man uns ja überall sehen in Deutschland. Das ist richtig. Aber ich lebe seit über 20 Jahren im Ausland und bin wegen der großen Liebe, darum hat es gestern besser reingepasst, von wegen ab der Norm, nach Deutschland zurückgekommen. Ach, erzähl mal. Nämlich, ich arbeite in der Hotelgastronomie. Ja. Fast 8,5, 9 Jahre in Spanien, Alicante, Spanien, davor Griechenland, davor Schweiz, ja. Und bin jetzt in die Nähe von Duisburg gezogen. Mhm. Ist ein Unterschied, ne? Bitte was? Ist ein Unterschied, Alicante und Duisburg? Es ist nicht nur ein Unterschied, es ist eine Katastrophe. Naja. Eine Katastrophe, ich habe heute Morgen Schnee gesehen. Ja, heute hat es in Köln, was wirklich in der Realität ist, am Nachmittag ein bisschen geschneit. Unglaublich. Ich bin heute Morgen aufgestanden und es schneite. Es war unglaublich. Kennst du den Alicante nicht, ne? Nee, mit Sicherheit nicht. So, wer war denn jetzt die, oder wer ist die große Liebe? Die große Liebe ist ein Ehepaar, was bei mir im Hotel zu Gast war, als Urlaubspaar, logischerweise. Ja. Und ein Paar? Ja, ein Pärchen. Du liebst das Pärchen? Nein. Nur sie. Nur sie. Und es hat sich nichts angebahnt, gar nichts. Es war auch gar nichts vorherzusehen. Ja. Wir haben Nummern ausgetauscht, weil es einfach ganz liebe Gäste waren. Und ich war auch 8,5 Jahre in demselben Laden. Mhm. Dann sind sie zurückgeflogen. Mhm. Wir haben dann ab und zu gemailt. Mhm. Dann gingen ein paar Faxe hin und her. Ja. Ja, und dann hat sich irgendwie ein bisschen mehr rausgestellt zwischen ihr und mir. Und jetzt ist und das... Und ich bin einfach mal rübergeflogen, ohne dass er was wusste. Ja. Logischerweise. Ja. Und das ehemalige Ehepaar ist... Und das ehemalige Ehepaar ist jetzt kein Ehepaar mehr? Das ist immer noch ein Ehepaar. Das ist immer noch ein Ehepaar. Aber du bist... immer noch von nichts. Ach so. Er weiß auch immer noch von nichts. Er weiß immer noch von nichts. Nein. Und trotzdem hast du all deinen ganzen... Dein ganzes deinen Beruf, alles aufgegeben und bist... Alles. Um in ihrer Nähe zu sein, nach Duisburg gezogen. Ja, ich habe den kompletten Wahnsinn gemacht, habe wirklich alles aufgegeben, meinen Job gekündigt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und hast aber nicht die Perspektive, dass sie sich trennt von ihrem Mann? Nein. Definitiv nein. Du hast nicht nur die Perspektive nicht, sondern sie will es auch nicht. Doch. Aber das wird sehr, 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 sehr viel Zeit brauchen. Hast du dir mittlerweile hier auch einen neuen Job oder bist du arbeitslos? Ich habe mich hier arbeitslos gemeldet, wo ich angekommen bin. Ja. Ich bin 4 oder 5 Mal hin und her geflogen. Ja. Habe mich hier arbeitslos gemeldet, habe aber mittlerweile auch einen neuen Job. Ja. Das ist nicht das Thema. Ja. Habe mir hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung genommen. Ja. Habe die renoviert, bin seit 6 Wochen jetzt in Deutschland. Mensch, ich stelle das mir wirklich so schwer, wenn man so lange im Ausland war und in so sehr schönen... Das ist die Liebe meines Lebens. Das spricht aber wirklich sehr für diese Beziehung und für diese Gefühle. Wahnsinn. Das muss sie doch auch irre beeindrucken, oder? Ja, und es macht ihr auch ganz viele Probleme. Weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt? Ja. Ja. No. Okay, soll sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Wenn du so viel in die Waagschale wirfst, dann soll sie es auch tun. Es ist schwer. Ja, es ist schwer. Es ist schwer. Aber immer in südlichen Ländern. Tolle Umgebung, Wärme, Sonne und jetzt im Ruhrgebiet. Ich fühle mich komplett scheiße gerade. Es gibt so viele schöne Seiten auch im Ruhrgebiet. Du wirst es zu schätzen lernen, aber du musst halt mit dem Wetter hier zurande kommen. Ne? Also das Wetter ist okay, ist ein bisschen kalt. Die Leute sind ganz, ganz lieb und ganz, ganz nett. Super nett. Die Ruhrgebietler sind tolle Leute. Habe ich null Probleme mit. So, Holger, jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich wünsche dir für diese tolle Abenteuersache, die du da angefangen hast, alles Gute und hoffentlich geht's gut aus. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Gunther Papperitz, Elke Büchter, Heide Schweizer, Christian Part und Florian Jocham. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.